So, geht weiter. Proteste gegen Astro-Universität haben uns dazu veranlasst, die Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken. Dadurch verzögert sich das Projekt um 7 Züge. Oh. Massenkatapultmission wurde abgeschlossen. Außerdem gab es unerwartet eine positive Überziehung. Eine positive Überziehung. Heißt das, wie ist kürzer gewesen? Keine Ahnung. Okay, auf Streitkräfte. Diplomatische Botschaft. Gute Nachricht. Raumhafen ist nun bereit für den ersten Prototyp. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. Farm, Industrie. Neue Kolonisten 120, 144, 56. So, okay. Umsiedlung, Konstruktion. Und doch, den Tech-Durchbruch wollen wir, glaube ich, behalten. Okay. So, waren wir stehen geblieben? Da. Hier blocken wir das Sonnensystem von dem. Hier haben wir einen Scout, den haben wir hochgeschickt. Wir bauen Schiffe, glaube ich. Eine ganze Menge. Naja, wenn die dann mal in Potte kommen, ja. Wir haben auch noch einen Zug. Ja, wir brauchen die Transporter, ne? So. Also ich glaube, man muss nur die Transporterflotten zusammenstellen und dann werden die automatisch beladen mit Infanterietruppen. Wie weit sind wir denn? 8, 36, 7, 9, 8, 22. Die sind auch ganz weit. 9,16. Die sind vor uns. Die Ionisia. Okay, gut. Ich glaube, wir müssen dann mal. Hier will man noch mehr aus. Dann haben wir noch ein Plus. Also, irgendwo nehmen wir auch ein. So, Agenten. Der ist gefangen, hat 80% Loyalität. Eine Wissenschaft kommt. Lass uns mal die Planeten durchgehen. Bei Terraforming. Imperium. So, die sind gut. Das sind alle auf unserer Seite. Voll entwickelt, super Zone. Unkontrolliert. Hier machen wir noch Einwanderung. Hier ist noch gar keiner. Kontrolliert von denen, da kann ich nichts machen. Kontrolliert. 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 Unkontrolliert. Wird belagert. Kontrolliert. 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 Ja. Dann haben wir, glaube ich, alle abgefrühstückt. So, lass uns mal die Point Defense. Fregatte, orbitale Sternenbasis, Langstreckenkampf, Auto, Quarkgeschütze wollen die einbauen, 3 und 7. Abtastmatrix. Raumschiff, nee, Systemschiff.
Ach, Transporter nicht. Langstreckenkampf. Orbitale Sternbahn. Autobau. Ach da, Warp heißt nicht. Dann machen wir mal das. Ach, jetzt hat es ja alles vergessen. Fregatte. ...549. Mit Quarkgeschützen. Das ist wahrscheinlich ganz gut. Okay. So, das werden die zum Verteidigung nehmen. Bestätigung. So. So, das ist unser Transport. Das ist der... Nehmen wir mal den. Das ist unser Outpost. Und das wäre ein System-Fregatte Point Defense. Die lassen wir einfach mal drin. So. So, lass mal gucken, was wir bauen. So, die bauen. Man kann auch irgendwo, glaube ich, bei der Schiffswehr sehen, was gebaut wird, oder? Schiff in Task Force. Wir haben 10 Zerstörer. Ne? Aufklärer. Das sind meine beiden ersten Aufklärer. Hier haben wir Reserve, 13 Schiffe. Wie kann man denn hier das effizienter machen? Ich will eigentlich eine so eine Invasionstruppe bauen mit Transportern, mit Aufklärern, mit Long Range. Müssen wir noch ein bisschen warten, glaube ich. Ja, 7 Züge. Dann werden die fertig. Bauen wir die alle hier, so auf Transporter. Bauen wir noch. So. Wir haben nur 365 Züge, das ist doch noch ewig. Wir haben nur einen Zug. Und bauen dann was? Das brauchen wir dann nicht mehr. Und noch ein paar Ausposts machen. So zu sehen, wenn wir diese Mobilitätsbasen haben, dann können wir die überall rauskommen lassen. Wenn wir das denn hinkriegen. Feinde 4. Abfangen. Kein Kampf. Mobilisierungszentrum wurde abgeschlossen. Außerdem gab es unerwartet eine positive Überziehung. Aufgrund der Berichte über Erfolg und Glorie unseres Imperiums hat Lochner angeboten, unsere Regierung zu unterstützen. Okay. Jägerfusionskanone, Raumhafen. Lochner. Jawohl, 20% Forschung.
Das ist auch cool. Jene mysteriöse Figur, die unter dem Namen Lochner bekannt ist, half den nestflüchtigen orionischen Rassen nach dem Sieg über die ersten Wächter Orions sein Verständnis der orionischen Technologie und antarischen Militärstrategien half ihm, sie zum Sieg über die gesammelte antarianische Flotte bei Katar zu führen. Doch dann verschwand er, um nie wieder gesehen zu werden. Bis jetzt, seine Ziele bleiben im Dunkeln, doch seine Hilfe ist immer noch unbezahlbar. Jede Zivilisation, die glücklich genug ist, ihn zu finden, wird von seinem immensen wissenschaftlichen Fachwissen profitieren. Gut. Cool. 20% Forschung, einfach so. Haben wir genug Agenten hier? Ja. Der hat noch 75 Loyalität. Eine Runde warten wir noch mit dem. Okay. Also Produktion ist alles massig, was wir haben. Ich krieg die nie, ey. Planetstürm. So, das sind unsere Nahkampflaser, die sind für die Abwehr. Schieß mal. Wir kommen einfach nicht ran, ne? Nicht lang genug. Aber die hauen ab, ja. Nicht einmal auf die geschossen, nicht einen Schuss abgegeben. Ja, KI, einmal bombardieren. Neuer Agent Mr. Boom ist bereit für den Einsatz. Unser Angriffsstreitmacht meldet Erfolg bei der Attacke gegen ihn. Neuer Planet. Ein Außenposten-Takt. So, hier. Die werden nämlich automatisch erstellt. Die Außenposten. Unsere Wissenschaftler berichten, dass Stufe 7 im Vorhaben Energie fertiggestellt worden ist. Kontinuierliches Fusionsgeschütz. Okay, wir haben also überall schon mal wieder Außenposten unterwegs. Und wir haben hier einen neuen Planeten. Den noch nicht. Und den haben wir. Das ist der Grüne. Das auch Einwanderung wegmachen. Sehr schön. Okay. Das ist auch wieder Außenposten unterwegs. Na, Gangwe, Noctua und Matiak. Also da. Und dann da oben. Wo ist denn Nocturia? Ach da. Ja. Ja, alles klar. Überall ein bisschen. So, der ist immer noch gefangen. Ja, Entschuldigung. Dann schleusen wir den ein. So, und zwar bei denen hier, weil die so fortgeschritten sind. So. Und dann brauchen wir noch Wissenschaftlichen. Wissenschaftsagenten tarnen sich als erfolglose Physikstudenten und schleichen sich in gegnerische Labore ein. Sobald sie vor Ort sind, behindern sie Projekte, zerstören wissenschaftliche Gebäude und stehlen Technologie. Sehr gut. Das macht unsere Produktion. Ja, 14 Züge wieder.
kontrolliert. Oh, guck. Da sind andere drauf. Ich setze mal direkt auf Einwanderung. Das scheinen wir jetzt machen zu können. Ja. Das war's mit den Planeten. So, muss man eigentlich auch immer. Mir geht's ganz schön ab. Ich habe gerade mal hier die paar Sterne. Und hier sind schon die nächsten. Also wir müssen unbedingt hier runter und die Menschen wegboxen. Aber dafür brauche ich Schiffe. Und Landetruppen und so. Ja, los. Nehmen wir die nicht kaputt. Hat angeboten, bei der Verwaltung unseres Imperiums zu assistieren. Okay. Ist fertiggestellt worden und sofort verfügbar. Der Agent Gemstone hat sich zur Ruhe gesetzt. Ja. Mr. Boom wurde erfolgreich bei den Inosia eingeschleust. Ihm wurde eine neue Identität gegeben, um seine Mission zu vereinfachen. Unsere Vernehmungsexperten quetschen Spione aus. Okay, Spion von denen getötet. Und eine neue Kolonie. Gulia. Was ist das für ein Planet? Niedrig, Fregatte. Unfruchtbar. Na gut. Hier im Gelben. Gut. Das heißt dann. Warum da nicht mehr einwandern? So. Wie geht's hier voran? Und die bauen alles Mögliche hier. Oh, die bauen 10 Outposts. Wenn die fertig sind, dann geht's ab. 18 Züge noch. Die auch noch mal 10. Das reicht eigentlich. Brauchen noch 12 Züge, die noch 18. Wir machen Point Defense. Ja, lass mal laufen. Brauchen noch 27. Und den haben wir noch nicht. Ja, so langsam funktionieren die Planeten. Es sind nur die Schiffe immer aktuell halten. Das ist unsere einzige Basis hier. Weiß nicht, was das vorne das Zeichen noch da ist. Ich will da nicht mehr hin. Matanok 4. Der hier. Hier ist kein Außenpostenzeichen. Das sind die ganzen Außenposten, die noch unterwegs sind. So. Hier oben war jetzt richtig ruhig, ne? Nicht lange nichts passiert. Kann man nicht meckern. Und dann die blauen. Ja. Okay. Was ist gleich hier? Flotte abfangen. Haben sie wieder einen verloren, oder? Nee. Proteste gegen Anion Energiesprengkopf haben uns dazu veranlasst, die Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken. Okay. Monumente wurde abgeschlossen. Außerdem gab es unerwartet. Eine unserer Agentin
hat uns die Nuklearantriebtechnologie vom Imperium der Inosia beschafft. Kreuzer sind nun bereit für den Prototyp. Hat einen Spion getötet. Gut, läuft. Okay. Ja, wir bauen die militärischen hier manchmal im Inneren. 4 ist, glaube ich, besser. Keine Nachrichten. Ich nehme keine Nachrichten. Genau. Finanz ist ausgeglichen. Ich verstehe den ganzen Tag nicht, warum die hier keinen Terraform machen. Mach mal so, keine Ahnung. Finanzausgleich, ja. Ach, hier baut er jetzt. Hier werden die gefährlichen biologischen Abfälle verbrannt. So. Wir müssen das also erst erforschen und dann können wir das bauen, nehme ich an. Jetzt geht's erst los. Er will zu Anfang mal vielleicht nur grüne nehmen sollen. Wow. Sind die ganzen Außenposten? Wir haben noch 13 in Reserve. Guck mal, wenn du hier jetzt guckst, ne? Wir haben das in Reserve. Verschrotten, verschrotte Design, verschrotte alle. Ich kann aber hier keine Flotten bilden. Ja, los, mach mal. Sieg. So. Kreuzer ist fertiggestellt. Spionagebericht. Unsere Agenten haben Forscher, der ihn von der Arbeit abgehalten. Okay. Stufe 8. Okay. Wie lange noch? 8 Züge. Ist doch zu lange. Die sind ja wesentlich besser hier. In der Produktion. Schneller. Oder? Grün, Kleinod, Gelb. Wird er denn jetzt verbessern? Nein. Lass mal noch einen laufen. So, das ist bei uns, Sahavi. So, das müssen wir verteidigen. Das hatten wir schon. Das sind die Zli-Typen, die Insekten. Jawohl, volle Salve. Sehr schön. Oh. Jetzt müssen aber bald welche ausfallen. Ich glaube, unsere Raketen sind alle. Ja, wir haben nur 16 Raketen. Ich hoffe, die Zeit ist rum. Zeit ist rum, bevor das hier abgeht. Ach guck, jetzt sind wir nah genug dran.
Muss man nur warten. Remi? Wo war das denn Remi? Stürmen. Machen wir mal, dass die Schiffe da mal zerstört werden. Okay. Aber wir haben die ganze Flotte zerstören. Die Raumtruppen haben den Planeten. Bla bla bla. Fehlentwickelte KIs haben eine Art Amoklauf, die Forschungsarbeit mehrere Monate vernichtet. Oh, wissenschaftliche Studien im ganzen Imperium sind davon stark betroffen. Scheiße. Astro-Universität. Gut, 10 Uhr Überlegenheitsschule. Okay, von Zlee getötet. Spionagebericht dank unserer Agenten haben einen Wissenschaftler, der einen Streik angefangen. Haha. Unsere Wissenschaftler berichten Stufe 9. Läuft. Die sind jetzt weg. Seht ihr? Hier war vorher dieses andere Schiff noch. Die sind jetzt weg. Die haben wir zur Deport. Sieben Züge. Okay. Ein bisschen militärisch noch einer. Okay. Ja, also die militärischen, die sind eigentlich für, meine ich, nur für innere Sicherheit. Aus. Planeten. Ja, läuft. Okay, noch ein. Wir müssen das Ding, das olle Schiff doch mal kaputt machen. Erweiterte Eignung. Da, ja, noch ein. Neuer Agent Linebacker ist bereit für den Einsatz. Okay. Forschungseinrichtung geglückt. Gut. Okay. Da haben wir schon die erste Kolonie da hinten. Ein neuer Planet. Hier haben wir einen neuen. Lass ich mir hier mal selber machen. Der hier, ne? Gut. Lass uns die erstmal rödeln. Na? Was baut der denn da? Ach, Astro-Universität. Ja, der ist auch ganz in der Mitte. Der auch. Das sind geile Planeten. Toxisch. Sehr reicher mit Mineralien. Das heißt, die können hier bauen wie die Verrückten. Definitiv so, ne? Gut. Ja, kann natürlich sein, dass ich hier alles Mist mache und auf dem falschen Planeten die Flugzeuge baue. Die Sache ist die, man müsste sich eigentlich einen riesengroßen, mineralreichen Planeten nehmen und da die ganzen Truppen drauf bauen. Das geht, glaube ich, am schnellsten. Hier geht's in Puppies. Läuft. Die werden auch langsam fertig hier.
Die Wanderer brauchen auch nicht mehr einwandern. Und hier. Das einzige, die wir hier haben. Gelber. Na gut. Hauptsache bevölkern. So, der ist noch drin. Wir haben jetzt 4 Verteidiger. So, lass uns noch mal gucken. Planetarer Ausstoß? Nee. Immer eben gucken. Ach, kann man suchen. Truppen. Militär. Maximale Verringer, bla bla bla. Na ja, auch nicht. Bodenkräfte Armeen, Bodenkräfte Bildung. Um die Bodeneinheit zu erstellen, beginnen Sie beim Planetenschirm und wählen Sie Militärinformationsanzeige. Dann drücken Sie den Erstelle Bodeneinheit Knopf im unteren Bereich der Anzeige. Dies ruft den Bodentruppen Bildungsschirm auf. Aber wir sehen ja, dass Sie andauernd Bodentruppen erstellen. So, Truppentransporter werden in einem zweischrittigen Prozess erstellt. Wählen Sie den Erstelle Bodentransporter Knopf in der Truppenabteilung des Systembildschirms. Das ruft den Bodentruppenbildschirm auf. Jede Armee, die auf diesem Schirm ausgehoben wird, betritt einen Truppentransporter, statt auf dem Planeten zu landen, wie im Normalfall. Wenn Sie den Armeeaufbau dann bestätigen, kommen Sie zu dem Taskforce-Design-Schirm, wo eine Transport-Taskforce erstellt wird, die der Größe der transportierten Armee angemessen ist. Klicken Sie hier auf Annehmen, um die Taskforce in dem System zu mobilisieren, in dem Sie sie erstellt haben. Obwohl aus individuellen Einheiten zusammengesetzt, Bodeneinheiten und Unterstützungseinheiten, werden Armeeformationen wie einheitliche Formationen aus der Reserve gerufen, an ihren Einsatzort manövriert und zum Einsatz gebracht. Dieser Schirm und seine Elemente funktionieren exakt wie der Schirm der Taskforce-Bildung. Nur dass hier Bodenkampfeinheiten erstellt und mobilisiert werden. Wie im Schiffsdesign müssen Sie auch hier nicht bei Null anfangen, um jede Armee von Grund auf zu bauen. Stattdessen können Sie mit den guten Vorschlägen des Programms anfangen und sie dann Ihren persönlichen Wünschen anfassen. Okay, wir haben einen Planetenbildschirm. Ich stelle Boden. Ja, warte mal, wir brauchen einen Planet mit 4 Populationen. Was ist das hier? Ja, 21 von 39. Also es ist wahrscheinlich unser Heimatplanet. Ja. Ja. So, und dann hier Militär. Ja, hier Psyops. Und andere Bodentruppen. Dummerweise werden ja alle gleichzeitig erstellt. Da müssen wir irgendwie warten. Das
braucht Zeit. Ganz einfach. Ah, hier, Boden. Nichts zur Auswahl. Bodentruppen bilden. So, wie wir da hingekommen? Militärinfo. Bodentruppen bilden. Ja, genau. Wir haben hier Harvester trainiert. Erste Infanteriedivision. Das sind unsere Leute. Mittel G, Schlachtfeld Surface, Terrain Mountain. Nadelgewehr, Personenreflektorschild. Alle Reserven. Ja, okay. Sind immer noch zu wenig. Morgen hier viel mehr. Ein Chor können wir noch gar nicht zusammenstellen. Also das akzeptier mal. Einfach damit wir ein paar Leute haben, ne? So, und jetzt könnten wir... Ja, wir haben keine Transporter. Aber das würde man dann jetzt wo machen? Vielleicht hier, wahrscheinlich. Wenn ich jetzt einen Transporter hätte. Der baut hier gerade einen Raumhafen. Das ist ganz gut. Da können wir größere Schiffe bauen. Glaube ich. Dieses Gebäude ermöglicht den Handel zwischen Raumhäfen. Handel erzeugt Einkünfte und Einkünfte können besteuert werden. Für Raumhäfen gilt das gleiche wie für Faxgeräte. Je mehr es gibt, desto nützlicher werden sie. Die gibt es fast gar nicht mehr. Standardsystemmodul. Verbessert die Schiffskapazität eines Planeten. Stellt Standardausrüstung und Trägerkonstruktionen her, die für jedes Militärschiff gebraucht werden. Diese entlastet die Schiffswerften, die sich so ganz auf die modellabhängigen Konstruktionsverfahren konzentrieren können. Ja, pass auf. Umweltmodul. Große Schiffe können nicht auf der Planetenoberfläche gebaut werden, da sie unter ihrer eigenen Masse zusammenbrechen würden. Deshalb wird die Konstruktion in einen niedrigen Orbit verlagert. Die Schaffung einer Umgebung zum Erhalt von Leben und Arbeit im Orbit dieses Planeten erlaubt es Ingenieuren, länger auf Posten zu bleiben, was die Fertigung größerer und komplexerer Strukturdesigns zulässt. Ja. Und das ist für Umwelt. Das ist für Handel. Hydrofarm. Aber man sieht schon, so ein Planet, der wird da noch richtig voll. Ne? Kann man immer mehr drauf klatschen. Und wir müssen warten. Wir haben jetzt ein paar Truppen erstellt. Ich brauche aber wohl die Transporter. Und dann fahren wir hier runter und nehmen diesen Planeten wieder weg. Und dann fahren wir hier runter und nehmen das System ein. So, hier sind wir eine Außenposte unterwegs, ja. Hier genauso. Flotte abfangen. Okay. Eine unserer Agentin hat einen Spion getötet. Okay, deutlich verzögert. Sehr gut.
Okay. Da, die sind schon wieder da. Kolonisation wieder. Das ist immer noch so ein blödes Kolonialschiff. 5 Runden. Oh, wer ist das? Hab ich ganz vergessen. 10% Steuern, minus 5% Handel. Gar nicht so schlecht. Seitdem die Ätherianer im Krieg von 18.026 besiegt wurden, mussten sie ihre zerstörte Wirtschaft wieder aufbauen. Der Reparatursaufwand war immens, aber Lerioich Viritalia meisterte diese Aufgabe spielend, während viele Leute um ihn herum darüber jammerten, nicht genug für dies und das zu haben. Konzentrierte er sich auf das Vorhandene und fand kreative Lösungen für den Rest. Die Ergebnisse sprechen für sich. Jede Zivilisation, die ihn anstellt, kann ähnliche Gewinne erwarten. Leider bezieht sich seine enorme Kreativität nicht nur auf Technik, sondern auch auf das Verschwindenlassen von Geld. Man munkelt, er würde gerne in die eigene Tasche wirtschaften. Minus 5% Handel ist mir egal. Standhalter, 10% Steuern. Das heißt mehr Kohle. Ist eigentlich vielleicht nicht schlecht. Behalten wir den mal, bis wir was Besseres finden. So. Wie groß ist unsere Reserve? Immer noch nur 13 da. So. Wollen wir mal gucken, ob wir noch einen neuen Zerstörer erstellen können? Kapazität 199, 8 Laserkanonen. Der hat Quarkgeschütze drin. Nuklearantrieb. Okay, 03. Nehmen wir das mal. Ja. So, now hier ist String Cutter. Reconnaissance. Da können wir eigentlich mal 02 machen. Ja. Aufklären. 02. Ne, zu groß. Katarin haben. Wir haben noch viel zu viel Kapazität. Ein bisschen Verschwendung jetzt hier. Mal noch so einen rein. Weiß ich genau, einen drüber. Goddammit. Können wir das nicht hin? Doch. So. So. Den Transporter lassen wir mal. Da könnte eigentlich bauen ein bisschen doof umfallen. Das ist mir egal. Vier Nuklearsprengköpfe, die waren sehr gut. Die sind sehr gut. Die behalten wir auch. Hm.
Wir haben den 03. Und die Outpost, die behalten wir auch. Ist eigentlich ziemlich egal. Wir müssen nur dahin fliegen. Ist nur irgendwann fängt die AI an, automatisch Schiffe zu produzieren. Zur Verteidigung. Und dann muss man immer so das neueste Design immer mal aktualisieren. Sieben gegen sechs. Planet verteidigen. So, und die ist immer noch. Oh, die Raketen sind nicht mehr so gut. Dann gleich mal gucken, wo das war. Das wird nix. Ja, wird zu erwarten. Wo war das? Zavia. Okay. Okay, Taskforce konnte nicht auf landen. Dieser Planet wird bereits von Idkul kontrollieren. Aha. So, die haben Zavier 5 bombardiert. Nachrichtensignal von anderen Imperien erhalten. Sie können sie über die Diplomatie. Hab bei dem Versuch, dem Gefängnis zu entfliehen, Selbstmord begangen. Oh. Die haben den umgebracht. Eine Unruhen aus. Oh, nee. Ja, müssen hier jemanden hinschicken. Ich habe einfach noch keine Streitkräfte, oder? Oh, doch, kann ich. Eine Abteilung, Schwadron, Flottilla. Naja, Flottille. Sieben Stück. Es gibt so eine Nase. So, Personal, Spionage. Den haben wir leider verloren. Welche Pisser sind das? Das sind die Zila, die sind von hier, ne? Ja, wenn ich jetzt am Anfang will, dann würde ich immer nur grüne machen, bis wir beim Terraforming ein bisschen weiter sind. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall unterwegs. Humanoide Menschen, können wir nicht. Trilier von Idkul, ja. Trilier von Idkul, sehr gut. Naja, geht ganz schön ab.
Ja, Hunde. Oh, ich will gar nicht gucken an die Niederlage. Er will wieder bombardieren. Könnte nicht auf Bla landen. Matianok. Gute Nachricht, kontinuierlich wurde beim Prototyp. Ja, der Planet liefert beunruhigende Berichte, ja, weil die bombardiert werden da. Hat er eine neue Taskforce ausgehoben, siehst du? Müssen jetzt hier warten. 3 Runden, dann kommen die hier an. Was kommt hier? Transportarmada. Was? Die sagen, die konnten nicht landen, weil der schon uns gehört, ne? Ja. Machen wir einfach so. Wir löschen die KI-Befehle, dann geht der zurück in den Pool. So. Ich kann in die nächste Runde mal woanders hinstellen. Der kann nichts machen, nur unterwegs. Planet stürmen. Vier Feinde und einer unserer. Das scheint nur ein Außenposten von uns zu sein. Mal sehen. Kein Kampf. Viel Forschung. Ja, die sind unglücklich. Weil wäre ich auch. Okay. Ich hoffe, die halten noch ein bisschen durch. So, wie sieht's aus? Ja, hier geht's ab. Leider noch keine. Ja. Was haben wir hier? Keine. 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 Also alle Reserve scheint bei uns in der Hauptstadt zu sein. Ja, akzeptier mal. Und dann fliegen wir mit dem mal hier rüber. Halt. Sieben. Oh. Oh, nee. Verteidigen. Kein Kampf. Da werden wir wieder bombardiert. Verteidigen, kein Kampf. Stürmen, platt machen. So. Ja, los. Es kam nicht zum Kampf im Matinok. Also haben die Außenposten haben sich nicht gestört an uns, an unseren Außenposten. Oh, sind Spione sind eingedrungen. Neue Taskforce, ja. So, nächste Runde gibt's auf die Nase hier.
Oder war da? Was hier? Das sind alles Transportarmadas. Die Scheiße. Die müssen wir aufhalten. Deswegen schicke ich hier zwei durch. Wenn die mit so vielen Transportern kommen. Trägerschwadron, ja. Und wir halten hier. Gucken wir nochmal hier durch. Ich meine, die werden ja auch mal besser, ne? So, ab diesem Punkt jetzt so langsam, da kannst du dich fast nicht mehr um Schiffsbau und was nicht alles kümmern. Soll nur noch sehen, wo gehst du hin, wo musst du Schiffe hinschicken, wo musst du zuerst aufpassen. Ne? Alle im Krieg. Ja. Nein. Entschuldigung. Scheinen alle gleichzeitig zu trainieren. Ne? Finanzen sind immer noch gut ausgeglichen. Und oh, machen sogar jetzt Plus. So. Stufe 10. Stufe 8. Stufe 9. Stufe 10. Okay, also diese anderen Typen sind schon am schlimmsten. Ahaha, jetzt geht's los gleich. Planet verteidigen? Shit. Matianok. Das will ich mir auf jeden Fall angucken. Die Säcke. Flotte abfangen. Schießen wir auch mal. Scheint echt nicht so viel Fighter zu haben. Ja, irgendwie habe ich die falschen Waffen. Wir stinken. Da müssen die Schiffe besser machen. Wir brauchen Long Range und Short Range für diese Kämpfe. Wir verteidigen sollen. Okay, unentschieden. Geht ja. Oh, nicht gut. Nächstes Mal versuchen wir Planet verteidigen. Proteste gegen Nachschub haben veranlasst. Neuer Agent Incartation ist bereits für eine Einschleusung. Kann sein Ziel aufgrund von gegnerischen Aktivitäten nicht erreichen. Ah. Furchtbare Niederlage hinlegen müssen. Fürchten sich vor feindlichen Terroranschlägen. Im ganzen Imperium steigen die Unruhen. Nicht so gut. Wir haben 8 und kommen gegen die 10 nicht an. Wir müssen unbedingt unser Schiffsdesign umbauen. Wir brauchen unbedingt auch was für Short Range. Weil die Quarkgeschütze sind vielleicht besser. Max Reichweite. Und sind schnell. Und die haben noch viel mehr Reichweite.
Na, versuchen wir es mal. Mit den Dreiern. Das war Modell 1, ne? Die Dinger. Ja. Das ist Modell 2. Liegt auch mal darüber. Oh, wollen wir einen wegschicken? Was sind diese Inusia eigentlich? Das sind diese Quallen. Das sind die Insekten und das sind die Menschen. Na los, muss erstmal hinfliegen. So, ich versuche mal hier, was auch immer. Ich versuche jetzt mal hier Planet verteidigen. Da geht das besser. Wenn wir mehr Long Range haben. Falls wir da überhaupt anschießen können. Das ist eigentlich genau das gleiche wie Flotte abfangen. Also, dass wenn die jetzt hier Orbitalgeschütze hätten, dann würden die natürlich unterstützen. Aber wir machen viel zu wenig Schaden irgendwie. Aber zumindest werden die nicht landen, kann ich dir schon mal sagen. Ja. Verteidigen. Planet verteidigen. Bei Bungula G, B? Die haben uns veranlasste Sicherheitsvorkehrungen. Auf eine neue Rasse gestoßen. Oh, jetzt haben wir die Roboters. Oh, da auch. Erfolgreich eingeschleust. Und militärische Produktionsreihen sabotiert wurden. Ah. Der Ball da, dass ich hier nochmal durchziehen kann, wenn es klappt. Was kommt dahin? 8 Kolonialschiffe. Boah, jetzt brauche ich mir keine Sorgen machen. Trägerschwadron steht da rum. Ja. So, was bauen die denn? Okay, die machen Systemverteidigung, das ist cool. Wir brauchen noch 6 Züge dafür. Die bauen Laser, das ist auch cool, also Schilde. Ja. Die waren auch irgendwas. Ja. Ja, müssen wir sehen. Machen wir mal die nächste Runde noch, bis wir hier einfallen und dann sehen, wie der Kampf dann läuft. Zwischen den beiden. Ja, ich weiß.
Bei Matinok. So, machen wir Planet verteidigen. Zusehen. 15 gegen 7. Einer von denen müsste jetzt die Neuen sein. Das müsste der Neue sein hier. Ja. Schießen die auch mal? Naja, ein bisschen mehr, aber nicht so viel, wie ich mir gedacht hatte. Und definitiv mehr wichtige Kurzstrecke, die Wumms machen bei diesen Dingern. Na komm, 2-1. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, sieht gut aus. Pat? Von wegen. Die müssen eigentlich kaputt sein. Die haben alle 7 Schiffe verloren. Verteidige mal. Kein Kampf. Verteidige mal. Oh, Sieg. Okay, das war bei Bungula. Wir hatten nichts, um ihn zu verteidigen, ich weiß. Bei Bungulav B. Okay, wir haben die Leute von denen umgebracht, die Spione. Wo ist denn dieses... Ach, hier. Die haben uns bombardiert? Wie das denn? Die haben wahrscheinlich... Haben die denn gemacht? Und fliegen die von hier darüber oder was? Diese 160 Leute. Die bekloppt. Okay. Das sind unsere Jungs. Da ist jetzt keiner mehr. Du flieg mal darüber und du flieg mal darüber. Und die Außenpostenabteilung, die kann da bleiben. So, hier ist Ruhe. Da sind auch die Roboters drin. Wie ist unsere Beziehung zu denen? Neutral, aber mögen uns nicht. Weil es wie mit allen so. Ja. So. Noch keine Schiffe hier. Noch keinen Planeten, meine ich. Wir bauen Truppen und Verteidigung. Okay. Und 2 Züge. Mobilisierungszentrum. Wollen wir eigentlich wechseln hier? Ne. Doch. Shit, das waren echt gute Planeten. Jägergarnison, Bodenbatterien. Bau mal. Orbital Free Long Range, 5 Stück. So. Bauen die? Nein.
Outposts, Psyops. Diese Spezialisten benutzen psychologische Kriegsführung, um die Moral der Gegner zu brechen. Sie der Gegner projiziert dauernd Braten und Klöße an unsere Bunker, um uns zu zermürben. Wir haben genug zu essen. Ist noch eine Scheibe von Major Stott da? Wir haben genug zu essen. Mit ihnen ist eine Armee um 30% effektiver. Gut, lassen wir den mal. Wie wir so bauen wollen. Aber der kann eigentlich mal. Aber der hat nicht viel Ressourcen, der braucht ewig zum Bauen. Außerdem sind wir ja jetzt da. Die fliegen da rüber. Den kann die AI übernehmen. Wir haben einen drin. Und nehmen wir noch einen militärischen. Ja, ich weiß. Ist noch keiner da. Planet verteidigen. Enzu. Kein Kampf. Okay, die sind noch nicht im Krieg mit uns. Planet verteidigen. Ja. Ja, ich weiß. Ist nicht zum Kampf gekommen. Wir haben Nachrichten. Ja, jetzt werden die auch Krieg erklären. Okay, wenn jetzt kriegen, ich habe einen Haufen Außenposten losgeschickt. Haben meinen Spion umgebracht. Ich glaube, wir haben zu viele Gegner. Dann fange ich das normal an, aber dann diesmal nicht mit 8 Gegnern, weil wenn man wirklich alle 8 als Feinde hat. Ich meine, wir kämpfen jetzt gegen 4 Leute hier. Zur gleichen Zeit. Und das war wahrscheinlich jetzt die letzte Kriegeserklärung. So, mit euren Handlungen habt ihr das Fass zum Überlaufen gebracht. Wir verhängen Handelssanktionen gegen euch, sagt der Botschafter. Weitschweifend. Okay. Komm weg. So, wie lange brauchen wir noch? 2 Runden. Die sind alle unterwegs. Sonst wohin? Ja, eine Runde mache ich noch. Mal wieder Pause. Und zwar. Ein bisschen steuern. Ich weiß, wir sind ja unterwegs. Da gibt es glaube ich keinen Kampf, ne? Ja. Kein Kampf, den abgehauen. Dorfer Quarkgeschütze haben das dazu veranlasst. Ja, okay. Hat die sanitäre Infrastrukturtechnologie endlich Klos? Ich dachte schon, entwendet. Nach neuesten Berichten hat das uns den Krieg erklärt. Oh nein. Also ich hätte es lieber, wenn die so ein nach dem anderen kommen. Der macht Disco hier. Krieg erklären. Wir können eure Schandtaten nicht länger hinnehmen, sagt der Botschafter der XD579BUW und Staat. Wir erklären, dass sich unsere Zivilisation von nun an im Krieg befindet. Ja, gut. Kann man nicht viel machen.
Hat der noch Leute hier? So, haben wir denn jetzt hier irgendwelche zusätzlichen Technologien von denen gekriegt? Ja, ne? Theoretisch schon. So zur Komplettierung, alles Mögliche. Hier, sanitäre Infrastruktur, die haben wir gerade gekriegt. Ja, die kriegen wir dann dazu. Vielleicht ist das Rote die geklauten. Das kann natürlich sein. Ja, scheint so. Planetarer Schildgenerator. Also die Roten, die geklauten anscheinend. Die haben nicht so viel geklaut. Aber da ist ja auch Schlachtkreuzer. Ist auch rot. Oder können wir das klauen, aber müssen es noch forschen? Kann das sein? Hier Netzbürgerschaft. Das wäre interessant. Also das ist bestimmt so, dass wir die dann zwar klauen können, aber wir müssen die uns noch selbst erforschen. Denke ich mal. Also das sind die, die wir regulär haben für unsere Rasse. Ne? Und das ist dann wahrscheinlich, was wir uns geklaut haben von anderen. So wie das auch Öffentlichkeitsarbeit. Und das haben wir noch nicht erforscht. Sollen wir mal drauf achten. So, nächste Runde sind wir da. Dann will ich den Kampf da kurz sehen. Wie wir die von Matt-Dingy wegboxen. So, Planeten verteidigen. Zu sehen. Kommen sie? Ja. Gucken wir, wie gegen die ankommen. Die waren ja auch ziemlich stark, die anderen schon. Ja, toll, die haben mich verpisst. Und das meine ich. Jetzt müsste halt, oft musste man dann warten. Die ganzen 5 Minuten. So. Kein Kampf, gut. Planet stürmen, ja los. Sieg, haben wir wieder 3 weggehauen. Hm. Position halten. Kein Kampf, gut. Durangewebe wurde abgeschlossen. Okay. So, endlich, das ist kein Stress mehr beim Matt. Einige Wissenschaftler den Streik angefangen und damit die Forschung zum Stocken gebracht. Dank unserer Spionageagenten. Ja, okay, kleine Unruhen. Okay, gut, gut, gut. Müssen wir nächste Runde dann mal richtig zuschlagen hier. Baut der denn da? Ah ja, das sind die Orbiter. Orbit-Fregatten. Zur Verteidigung. Kann der eigentlich auch mal bauen. Scheint ja schnell zu gehen. So, wie viel haben wir? Oh, wir haben die Transporter jetzt. Jawohl. So.
So, wie ging das? Ach nee, hier abweichen. Truppentransport. So. Ein Psyops. Truppentransport, Bodentruppenregeln. Größe, Division. Können wir einen Chor machen? Mit Reserve nicht möglich. Okay, eine Division. Trainiert wenigstens. So. Akzeptieren. Eine neue Taskforce. Verbände, die hier. Transportabteilung. Mal abweichen. Truppentransport. Zweite Infanterie-Division. Kann man nicht sagen, wie viele? Akzeptieren. 16. Transportabteilung. Akzeptieren. Wir haben keine Psyops mehr, ne? Oder doch, haben wir noch. So, Stoßtruppen. Akzeptieren. 17. Transport. So, Taskforce aufstellen. Was ist das? Long Range 2, Long Range 1. Ich will eine Flottille bauen. Mit denen hier hinzufügen? Naja, was soll's. So, haben wir hier jetzt die Transporter? Ja, alles klar. So, die fliegen mal alle da runter. Dann müssen wir mal sehen, wie man so einen Planeten einnimmt. Und hier können wir jetzt auch Taskforce aufstellen. Die haben jetzt also da einen Raumhafen oder so. Das heißt, wir können jetzt automatisch hier... Also egal, wo die gebaut werden, du kannst jetzt hier die Schiffe rauspoppen. Glaube ich. Ja, genug warten, bis die Schiffe jetzt gebaut werden. Mineralienreichtum arm. Durchschnittlich arm. So, müssen wir mal gucken, wer hat denn hier. Durchschnittlich sehr reich. Der hat sehr viel Mineralien. Dann gehen wir mal da rein. Und dann bauen die. Ach, die können die noch nicht. Doof. Bauen wir so ein. Da fahren wir nochmal 5 zur Systemverteidigung. Der ist verdroht. Wir müssen erstmal terraformen.
sehen unsere Planeten aus. Unkontrolliert, der hier am dransten. Kontrolliert von Ilkuk. It cool. Unkontrolliert, it cool. Hat's mal Einwanderung. Da muss man hier nur wieder mal durchgucken, dass man das hier zum Beispiel da auch. Hier haben wir alle unter Kontrolle. Hier ist auch noch mal einer. Hier auch noch. So, dann schicken wir hier. Wo wir noch nicht drauf sind. Da können wir auch noch mal Außenposten hinschicken. Ich glaube, läuft. Ja. Hey, gut, dann mache ich noch eine Runde und dann machen wir Pause. Das dauert jetzt sowieso noch etliche Züge, bis die dann hier unten angekommen sind. Und dass wir dann endlich mal den ersten Planeten angreifen. In der Zwischenzeit hoffe ich, dass wir die hier ein bisschen ärgern können. Mit unseren Leuten. Zumal, dass unsere Außenposten hier endlich mal landen. Und neue Planeten aufbauen. Ja. Das wäre mal ganz nett. So. Okay, nächste Runde. Flop. Ganz schlimme Sachen. So, wir verteidigen hier. Ich hoffe, da passiert nichts. Kein Kampf. Okay. Hier können wir den Planet stürmen, wie auch immer. Wurde abgeschlossen. Außerdem gibt es unerwartet eine positive Überziehung. Neuer Agent Werewolf ist bereit für den Einsatz. Gute Nachrichten. Bereit für Prototyp. Ein Spion des Imperiums wurde getötet. Unsere geplante Sabotage einer Forschungseinrichtung ist geglückt. Unsere Sicherheitskräfte haben einen Spion des Bla umgebracht. Einige Berichte weisen darauf, dass die Einwohner von unglücklich sind. Ja, die wurden ganz Menge bombardiert. Von uns gewünschte neue Taskforce ist nun im P-Canary verfügbar. Im P-Canary-System hat sie eine neue Taskforce von mir. So, das sind die AI aufgestellten Taskforce sozusagen. So. Also man sieht schon, es wird sehr viel stressiger nach einer Weile. Wir haben praktisch jetzt noch nichts wirklich hingekriegt, weil wir jetzt Schiffe pumpen müssen. Dass wir hier unten langsam mal ein paar mehr Planeten einnehmen und hier runterziehen. Und gleichzeitig versuchen, die hier wegzuhalten. Der scheint sich aber verpieselt zu haben. Ja. So, okay, dann sag ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.